Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Es war einmal, lange ist es her und keiner weiß, wann es eigentlich geschah, ein Junge, der hieß Hans und wohnte mit seinen Eltern in einer Sägemühle hinter dem großen Wald. Eines Tages, Hans half wie immer seinem Vater bei der Arbeit in der Mühle. Den großen Kloben da. Und dann die Kiefer. Um die Kiefer ist es schade. Wieso? Das wäre ein Mastbaum für ein Segelschiff. So schlank und gerade. Bei uns im Wald ein Segelschiff. Sehr praktisch. Sicher. Vater, ich will weg. Sofort? Gleich gibt es Abendbrot. Warum nimmst du mich nicht ernst? Das Brett ist krumm. Das Brett ist nicht krumm, ich habe es zurechtgesägt. Eben. Siehst du, wie es krumm ist? Höchstens ein Spürchen. Also, deshalb bleibst du noch. Ich bin mit meiner Lehre fertig. Gerade erst. Ich bin erwachsen. 16. Nächste Woche. Ich habe meine Glückshaut. Mir passiert nichts. Die Glückshaut, wenn sie wirkt, wirkt überall. Zu Hause auch. Und ich soll die Prinzessin kriegen. Jetzt sagst du nichts mehr, denn ich habe recht. Ich gehe weg. Die Bretter dort schneidest du noch zu vorher. Was? Ich mache keine Witze, Vater. Ich weiß, mein Junge. Ich weiß auch, dass du eines Tages gehst. Ich bin auch gegangen, als ich jung war. Bis dahin. Je mehr du was verstehst von deiner Arbeit, desto besser. Und wenn du die Prinzessin kriegen sollst, dann kriegst du sie. Ich muss sie suchen, wie sich das gehört. Sie und Abenteuer. Kommt zum Essen, meine Männer. Was gibt's denn? Eisbein. Wir haben auch Besuch. Ein feiner Herr hat sich verlaufen bei der Jagd im Wald, sagt er. Und ob er bleiben kann bis morgen früh? Natürlich. Er kommt von weit her? Er muss mir unbedingt erzählen. Kämm dich und sei hübsch höflich. Aber Hans hörte schon gar nicht mehr. Er wollte nichts weiter als schnell den Fremden sehen, mit ihm sprechen, ihn ausfragen. Er rannte ins Haus. Sie müssen mir erzählen. Guten Tag, ich bin der Sohn hier. Sie müssen mir erzählen, wie es in den großen Städten ist. Herzlich willkommen. Du also bist der Sohn. Ich freue mich ja so, dass Sie gekommen sind. Immer dieselben Leute, kaum ein Fremder, langweilig. Ich will doch wissen unbedingt, was los ist in der Welt. Ich möchte reisen, was erleben. Immer dieselben Leute, sagst du? Uninteressant. Ich finde nicht. Man hat mir als eine Novität erzählt. Wie? Als eine Neuigkeit, mein lieber Junge. Es soll hier in der Gegend einen Burschen geben, der, wie soll man sagen, herausragt durch ein besonderes Geschick. Ja, bitte? Man sagt, ein Orakel wurde ihm verkündigt. Ein was? Ihm wurde geweissagt, vorhergesagt, dass wenn er erwachsen ist, er dann eines Tages heiraten soll, und zwar... Und zwar die Prinzessin. Du kennst ihn. Sie dürfen raten. Dreimal. Das bin ich. Ach was. Nein, wirklich? Mir wurde dieses wie heißt das? Orakel. Geweissagt, dass ich mal die Prinzessin kriege. Gut, was? Du glaubst daran? Natürlich. Alle glauben das. Das möchte sein.
Sie werden sehen, ich krieg sie. Ich will sie nicht umsonst. Ich will was dafür tun, natürlich. So gut ich kann. Wir nehmen dich in unseren Dienst. Du gehst mit in die Stadt. Wer? Wir? Ich. Sie? Mich? Ist das wahr? Mutter! Junge, stör den Herrn nicht. Mutter, ich geh weg! Was? Er nimmt mich mit. Der Herr da? Ja! Vater! Verehrter Herr, er ist ein Kind. Fast 16. Vater! Vater, er will weg mit dem Herrn. Kommt nicht in Frage. Sie wollen also nicht, dass etwas wird aus Ihrem Sohn? Er wird was. Hier, in unserer Mühle. Jeden Tag Wald, Bach und Mühle. Ein Leben lang. Und das ist alles? Nein. Du hältst den Mund. Die jungen Leute müssen sich beweisen. Draußen in der Welt. Man muss da tolerant sein, lieber Freund. Wie? Einsichtig. Verständnisvoll. Ich halte nicht den Mund, Vater. Entschuldige. Das kommt nie wieder. Ich gehe in die Stadt und die Prinzessin sieht mich, verliebt sich gleich in mich und dann... Schweig! Sie glauben nicht daran? Er soll nicht dauernd davon reden. Ich gehe doch. Mein lieber Mann, es drückt mir ja das Herz ab. Er ist ein Kind noch fast, aber seit ich, Herr, dieses Kind gebar und seine Glückshaut sah und dann erfuhr, was ihm bevorsteht, seitdem erwarte ich diesen Augenblick. Frau! Lass mich reden, Mann! Ich denke die ganze Zeit, jemand wird kommen und ihn sehen und begreifen, was in ihm steckt. Und dass diese Prinzessin aber froh sein kann, wenn sie so einen kriegt. Und jetzt sind sie gekommen. Man darf dem Kind das nicht verwehren, Mann. Wir wollen tapfer sein. Heul doch nicht, Mama. Nun. Hier. Mein Werkzeug. Wozu? Das nimmst du mit. Darauf bestehe ich. Wenigstens. Du kannst es brauchen. Sicher. Ich danke dir, Vater. Und jetzt geh los. Wohin? Nicht heute Abend noch. Nein. Zu meiner Frau. Du bringst dir diesen Brief. Ich bin aufgehalten worden. Ich werde morgen noch ein wenig jagen. Sie sorgt sich sonst. In die Stadt? Durch den Wald? Bei Nacht? Es gibt dort Räuber. Und er kennt den Weg nicht. Entweder oder, liebe Frau. Ich bin erwachsen. Wirklich. Und Hans ging los. Den Brief des sonderbaren Gastes in der Tasche und Begeisterung im Herzen. Ohne weiter über das nachzudenken, was er zu Hause zurückgelassen hatte, munter und mit großen Schritten auf die Stadt zu. Stundenlang. Durch den Wald, in den er noch nie so weit eingedrungen war. Er ging. Und es wurde dämmerig. Und es wurde Nacht. Und unheimlich rauschte der Wind in den Zweigen der großen Bäume. Und Nachtvögel schrien. Und irgendwo brach ein großes Tier laut durchs Gebüsch. Und der Weg sah auch anders aus als am Tag. Und war es überhaupt noch der Weg? Der richtige? Und dann rollte entfernt der Donner und kam schnell näher und Blitze zuckten und es begann zu regnen, so sehr, dass Hans nicht mehr wusste, ob er noch lief oder schon schwamm. Mutter, ich hab mich verlaufen. Vater, ich finde mich nicht mehr raus. Ich fürchte mich. Ich will nach Hause. Hilfe! 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 Plötzlich war da ein Licht zu sehen. Ein Haus. Hans lief darauf zu, so schnell er konnte. Wo Licht ist, ist auch Feuer, Wärme, was zu essen. Hey! Leute, hallo!
macht doch auf! Ich bitte euch! Ich hab mich verlaufen! Macht das Licht nicht aus! Nein! Ich hab's doch schon gesehen! Verschwinde! Bitte machen Sie nicht wieder zu! Es ist so schrecklich nass hier draußen. Ich kenne dich nicht. Ich lasse keinen Fremden rein. Ich bin der Hans. Hans von der Mühle. Erst 15. Ich tue Ihnen nichts. Ich bin kein Räuber oder sowas. Ich kann nicht weiter. Also komm rein. Die nassen Sachen runter. Hier hast du eine Decke. Wickle dich rein. Und ein Stück Brot. Wurst. Sicher hast du Hunger. Aber ja. Und jetzt verkriech dich. Da im Winkel unter der Treppe. Da? Warum? Es muss dich niemand finden hier. Wer? Das geht dich nichts an. Versteck dich. Zieh den Vorhang vor. Die Sachen hänge ich in den Schuppen, vielleicht, da sie bis morgen trocknen. Du schläfst ja schon. Wie? Ja. Beinahe. Umso besser. Und die Frau hängte seine Sachen weg, wischte die Spuren seiner nassen Füße auf und sah nach, ob der Vorhang vor der Nische den Gast auch gut verbarg. Denn Hans war in ein Räuberhaus geraten. Verdammt, verdammt, verflucht und zugenäht! Ein Hundeleben ist das hier im Wald. Fernab von allen Leuten. Die fürchten sich, sie werden ausgeraubt von uns. Wir fürchten, dass man uns entdeckt. Und obendrein steht man im Regen, wartet, dass die Kutsche mit den reichen Leuten kommt und weicht durch bis auf die Haut. Hat sich's nicht gelohnt? Bringt ihr keine Beute? Noch und noch, aber er hat schießen müssen. Du weißt, wie er dann ist. Ich mach's nicht gern. Es war doch nur ins Bein. Jetzt zieht die nassen Sachen aus und isst. Mir wird's nicht schmecken. Setz dich. Was ist das für ein Geräusch? Wo? Nichts. Da schnarcht einer. Jetzt höre ich's auch. Der Wind. Ein Balken knarrt. Oder vielleicht das Rattenpfeifen. Der Wind schnarcht nicht. Und der Balken. Und die Ratten. Hinterm Vorhang! Ein junger Mann lächelt im Traum. Und schnarcht. Weil's so geregnet hat. Weil er noch fast ein Kind ist. Sind wir ein Gasthaus. Bist du seine Amme? Verdammt, verdammt, verflucht und zugenäht. Lass das Messer stecken. Er muss nur gehen und den Weg zu unserem Haus verraten. Dann sind wir hin. Gern mach ich's nicht. Aber du hast recht. Rührt ihn nicht an. Geh aus dem Weg. Er ist mein Gast. Wenn ihr ihn umbringt, sind wir geschiedene Leute. Euch möchte ich sehen ohne Frau, die für euch sorgt. Ist er bewaffnet? Ein Bündel, darin klirrt's. Gold. Ein armer Schlucker. Wie ihr es wart, ehe es euch in diesen Wald verschlug. Da seht, sein Handwerkszeug, ein Hammer, Säge, Feilen. Und ein Brief. Das Siegel drauf vom König, ich kenne es. Ein Spitzel. Er muss dran glauben, ob es uns Spaß macht oder nicht. Dann lest den Brief doch erst. Du weißt, dass ich nicht lesen kann. Er aber. Soll ich? Lies. Wir, König Kunibert, an unsere Gattin. Geliebte Frau, noch bin ich auf der Jagd und werde ein paar Tage bleiben. Den Überbringer dieses lass schnell und... Unauffällig töten? Das ist sehr nötig und hier, wo er zu Hause ist, würde es zu viel Aufsehen machen. Und dass auch alles so erledigt wird, wie ich's befehle, ich, der König Kunibert, das Schwein. Da habt ihr euren Spitzel. Da habt ihr, den ihr töten wolltet. Und hinter ihm ist einer her, der viel mehr Macht hat, als wir je haben können. Und der auch uns ans Leder will. Man muss was tun. Nur was?
Er bleibt bei uns, wird Räuber. Im Wald kommt keiner an ihn ran. Auch nicht der König. Aber die Beute geht dann in Mehrteile. Wo drei satt werden, werden es auch vier. Ich bin dagegen. Warum? Du, der du den ganzen Tag das Räubersein verfluchst. Willst es für ihn, der nicht mal halb so alt wie wir ist? Wir können nicht mehr raus. Und ihn willst du in unseren Wald verbannen, gehasst, gefürchtet, wie wir es sind, ein Leben lang? Statt dass er irgendwo sein Glück macht? Aber mit diesem Brief kann er nicht in die Stadt. Er kann nicht. Mit diesem Brief nicht, nein. Du lachst. Du siehst so aus, als hättest du mal wieder einen Plan. Wenn einer lesen kann, kann er auch meistens schreiben. Was heißt schreiben? Ihr wisst das doch, ich fälsche jede Schrift von Kaufleuten, Verliebten, Geldwechseln und Verleihern, Gelehrten und Schreibern. Wir wissen es. Ja, ich habe einen Plan. Hört zu. Und sie hörten zu. Und dann setzte sich der Räuber, der schreiben konnte, hin und verstellte seine Schrift und schrieb einen Brief. Und das Siegel von dem Alten klebten sie ganz vorsichtig auf den neuen, so dass man keinen Unterschied erkennen konnte, und steckten ihn dem Jungen in die Tasche. Der aber hatte geschlafen und geschnarcht und geträumt und nichts von dem bemerkt, was um ihn herum vorging. Als er am Morgen aufwachte, da waren die Räuber längst über alle Berge. Es regnete auch nicht mehr. Die Frau setzte Hans ein Frühstück vor und brachte ihn auf den richtigen Weg, damit er sich nicht noch einmal verlief. Gegen Mittag kam er in die Stadt. Als er aber den ersten, den er traf, nach der Adresse fragte, die auf dem Brief geschrieben stand, da sagte der: Zum Königsschloss? Mein Junge, da hinauf! Ins Schloss? Wieso ins Schloss? Er staunte noch mehr, als die Schlosswache die Aufschrift las. Für die Königin. Ein Bote für die Königin. Der Brief ist an die Frau vom König? Und dann sagte die Hofdame: Von seiner Majestät. Persönlich. Hier das Siegel. An euer Majestät. Gib her. Das ist die Königin? Der Brief da ist vom König. Der König saß in unserer Stube und aß Eisbein. Er war's, der mich in seinen Dienst nahm. Still doch, Knabe. Majestät lesen. Stör doch nicht. Man rufe die Prinzessin. Willkommen, junger Mann. Bedeutendes für Sie und uns entnehme ich diesem Brief. Jetzt heißt es eilig handeln. Zuerst also die Begrüßung. Sodann wird der Herr Hofmarschall den Wappenmaler hin zu Ihnen bringen, damit Ihr Wappen groß und schön den Thronsaal schmücken kann. Als nächstes dann den Kartenzeichner zwecks eines Bildes von Ihrem Königreich. Des Weiteren... Ich habe kein Wappen. Ich habe auch kein Königreich. Bitte? Verzeihung, dass ich Sie unterbreche. Kein Wappen und kein Königreich. Er ist kein Prinz? Ich? Also hat er dem König einen Dienst erwiesen? Ich? Ja, ihn gerettet. Nicht, dass ich wüsste. Nochmal von vorn. Ganz langsam. Wer ist er? Warum bringt er diesen Brief? Der König gab ihn mir. Ich bin Sägemüller. Müller? Oh mein Gott. Und ein Gefolge hat er demzufolge auch nicht? Was? Begleiter. Ritter. Nein, natürlich nicht. Und seine Schätze, schöne Kleider, Gold und Edelsteine. Edelsteine? Ich? Was trägt er da in seinem Bündel?
Das ist mein Handwerkzeug. Er arbeitet. Um Gottes Willen. Gleich viel. Wir haben zu gehorchen. Wann fängt mein Dienst an? Was für ein Dienst? In den der König mich genommen hat. Du weißt gar nicht, was in dem Brief da steht? Nein. Oh. Wir, König Kunibert und unsere Gattin, geliebte Frau. Noch bin ich auf der Jagd und werde ein paar Tage bleiben. Den Überbringer dieses lass schnell verehelichen mit der Prinzessin unserer Tochter. Er sei der Schwiegersohn, ich will es so. Und dass auch alles so erledigt wird, wie ich befehle, sonst, du kennst mich, ich, der König Kunibert. Und du sagst gar nichts. Es geht in meinen Kopf nicht rein. So schnell? Schnell? Wieso? Dass ich sie kriege, war ja klar. Nur jetzt schon. So ganz einfach. So ohne jede Mühe. Der König ist ein guter Mensch. Du bist der Erste, der das sagt. Ich ordne alles an für heute Abend. Heute Abend schon? Der König hat's befohlen. Schnell! Zuerst den Schneider, ein Wappen werden wir erfinden. Die Prinzessin, Euer Majestät. Wir lassen euch allein. Tochter, das wird dein Mann sein, der fiel dein Vater. Macht euch bekannt. Mein Gott, Prinzessin. Du bist schön. Das sagen alle. Und es stimmt. Freust du dich auch so? Worauf? Auf unsere Hochzeit. Es gehört sich, dass man sich auf seine Hochzeit freut, nicht? Ich freue mich. Wirklich? Ich heiße Hans. Sehr angenehm. Wir werden Mann und Frau. Zusammenbleiben, bis wir ganz alt und grau sind. Ich werde nicht alt. Nein? Ich bekomme keine Falten, keine grauen Haare. Wieso? Ich bin doch die Prinzessin. Ich habe mich so auf dich gefreut. Ich dachte, so müsste es auch sein bei dir. Genau so. Hast du nicht auf mich gewartet? Ganz schrecklich? Jeden Tag an mich gedacht? In jeder Nacht von mir geträumt? Von sowas spricht man nicht. Warum nicht? Weil es sich nicht schickt. Wer sagt denn sowas? Alle. Aha. Du nimmst mich gar nicht gern zum Mann. Ich tue immer, was mein Vater sagt und meine Mutter. Ich werde für dich eine kleine Mühle bauen. Wir stellen sie in einem Bach auf, sie klappert dann. Das wäre nett. Meinst du, du hast mich eines Tages richtig gern, wenn du mich besser kennst? Wie ist das, wenn man jemand gern hat? Am gleichen Abend feierten sie Hochzeit. Sie feierten 3 Tage lang. Am ersten Tag zeigte die Prinzessin Hans das Schloss und brachte ihm bei, wie man sich am Hof bewegt, spricht, tanzt. Am zweiten Tag machte Hans mit ihr einen Ausflug in den Wald und baute ihr eine kleine Sägemühle. Am dritten Tag stellten sie die am Bach im Schlossgarten auf und sprangen über den Bach, und Hans fing die Prinzessin auf und gab ihr einen Kuss. Woraufhin sie gleich noch einmal sprang und wieder aufgefangen wurde und wieder einen Kuss bekam. Ich hab gar nicht gewusst, dass Heirat so viel Spaß macht. Und am Abend dieses Tages kam der König nach Hause. Nun, meine Königin, was gibt es Neues? Welch eine Frage, Herr.
Ihr selbst habt uns, im Volk würde man sagen, was Schönes eingebrockt. Bitte? Nun ja, mein Herr und Ehegemahl, ich kenne eure Gründe nicht. Ich habe mit Genauigkeit und Eile den Befehl befolgt. Er ist unser Schwiegersohn, Mann unserer Tochter, Thronfolger auch. Und nach euch König, wenn ihr einmal... Wer? Der junge Mann, den ihr mir schicktet mit dem Brief. Der? Wieso denn? Wieso denn Schwiegersohn? Ihr hört da die Musik von dieser Hochzeitsfeier. Heute den dritten Tag. Es wird auch Zeit, dass ihr nach Hause kommt. Die Gäste fragen schon. Wo ist der Brief? Hier, Herr! Das ist nicht meine Schrift. Gefälscht. Das Siegel, eure Unterschrift! Gut nachgemacht. Ich würde es selber nicht erkennen. Ich schrieb was anderes. Was? Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Die Gäste haben ihn gesehen, natürlich. Ja, gewiss! Die Nachricht ist hinaus in alle Welt. Wir sind doch ein berühmtes Königreich. Da interessiert man sich. Also ist es zu spät. Wofür denn, teurer Gatte? Sag doch, ich bin sehr unglücklich. Das darf nicht wahr sein, Glückshaut, Prinzessin. Genau das ist geschehen, was ich verhindern wollte. Wäre jemand anders hingegangen, ich würde ihn... Ich kann doch nichts dafür. Die Schrift sieht aus wie eure. Jetzt geht es nur noch mit List. Wäre ich nicht überzeugt gewesen, dass es euer Wunsch und Wille sein, statt zur Tochter zum Teufel hingeschickt zu alles sonst wohin. Wie? Was sagst du da? Sonst wohin hätte ich ihn geschickt. Nein, vorher. In die Hölle. Zum Teufel. Ja. Das ist es. Und jetzt wusste der König, was er wollte. Er wartete ab, bis die letzten Gäste gegangen und die letzten Takte der Hochzeitsmusik verklungen waren, und dann ließ er Hans zu sich rufen. Herr Schwiegervater, ich bin sehr glücklich. Danke. Sie hören nur von meiner Glückshaut, schon tun Sie für mich alles. Ich finde das, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, groß. Du hast den Brief gelesen. Unterwegs? Nein, ich kann nicht lesen. Ihn aus der Hand gegeben? Auch nicht. Ist etwas nicht in Ordnung? Jetzt ist genug gefeiert worden. Findest du nicht auch? Wie? Ja, 3 Tage Hochzeit, das ist eine Menge. Jetzt solltest du mal etwas tun. Es dir verdienen, dein Glück, deine Prinzessin und so weiter. Natürlich, das wollte ich ja immer. Ich kann eine ganze Menge Arbeit. So einfach ist das nicht. Warst du nicht aus auf Abenteuer? Ich gehe, wenn ich ehrlich bin, nicht gerne weg von ihr jetzt. Gibt's Riesen irgendwo im Land? Und einen Drachen? Oder böse Zauberer? Du wirst zur Hölle gehen und mir von da 3 goldene Haare bringen von des Teufels Kopf. In die Hölle? Ich? Ist hier noch wer? Die Hölle? Das ist das Allerletzte. Schrecken, Finsternis und Ende. Ich habe nie gehört, dass jemand wiederkommt von dort. Ich auch nicht. Und wenn ich draufgehe? Kriegst du ein Denkmal, wie sich das gehört für einen Schwiegersohn des Königs? Sie hätten mich doch bleiben lassen können, wo ich war. Warum dann diese Heirat? Man fragt nicht einen König nach den Gründen für sein Handeln. Ich muss also gehen? Heute noch.